Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Worum es heute geht, das erfahrt ihr jetzt. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zur letzten Folge unserer kleinen Miniserie innerhalb des Sammelkartenchecks oder innerhalb der Sammelkartencheck-Reihe. In den letzten beiden Videos haben wir uns ja damit beschäftigt, mit welchen Karten ihr eure Sammlung optisch aufwerten könnt oder auch vielleicht werttechnisch aufwerten könnt, und zwar im niedrigen Preisbereich und im mittleren Preissektor oder Preissegment. Heute kümmern wir uns um die Karten, die relevant sind, wenn ihr Bock habt, mal so richtig in die Tasche zu greifen. Aber bevor wir anfangen, noch eine kleine Anekdote. Ich habe heute, also einen Tag bevor dieses Video online kommt, war gerade dabei, ein Mega-Opening zu drehen, zu bearbeiten. Kommt auch jetzt dann im Laufe der Woche. Da reichte mich ein Kommentar. Ja, und in diesem Kommentar schrieb eine Person, dass jeder, der mehr als 5 Euro für eine Karte ausgibt, ein vollkommener Vollidiot ist. Und Cardmarket sei ja eine Betrügerseite, die die Karten teurer macht, als sie eigentlich sind. Ich persönlich frage mich, an welchem Auspuffrohr sich der junge Mann beatmet haben muss, um auf einen solch bornierten Schwachsinn zu kommen. Falls du dieses Video siehst, gebe ich immer mein kleines Statement ab. Die Person wird auch nicht mehr kommentieren können. Ich habe sie ja gesperrt, was das angeht. Und den Kommentar auch gelöscht, weil, also mein Kanal hat ein bisschen Niveau, ne? Also sowas sollte dann vielleicht doch nicht drauf zu sehen sein. Vor allen Dingen nicht, wenn man die komplette Community als dumm bezeichnet. Also ziemlich jeder, der sich mit Yu-Gi-Oh! Beschäftigt, auf jeden Fall mehr als 5 Euro für eine Karte ausgibt. Und zwar ist es folgendermaßen, Cardmarket kann keine Betrügerseite sein, weil der Preis, den die Karten auf Cardmarket quasi generieren, der wird durch Angebot und Nachfrage generiert. Ja? Also die Verkäufer sind auch gleichzeitig Kunden. Wenn also die Nachfrage nach einer Karte steigt, steigt natürlich auch der Preis. Das ist überall so. Das ist genauso, als würdest du sagen, ja, hier beim V-Markt die Tafel Schokolade, dafür 99 Cent, das ist Betrug. Ja, auf dem Flohmarkt kriege ich die günstiger. Das war ja dann noch die schärfste Aussage. Er hat gesagt, dass er alle die Karten, die ich in der letzten Folge gezeigt habe, auf dem Flohmarkt für 25 Euro bekommen hat. Mal abgesehen davon, dass ich ihm das einfach nicht glaube, ja, wäre das, wenn überhaupt, ein absoluter Glücksfall und nicht die Regel. Und das spiegelt auch nicht den Wert der Karte wider. Meiner Meinung nach ist das ein Kommentar einer Person, die sich diese Karte nicht leisten kann und dementsprechend vor Neid platzt. Und das Ganze noch kombiniert mit einer Nicht-Gönner-Einstellung. So viel zu dem Thema. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Du hast dein Statement. Ich wünsche dir noch viel Spaß auf dem Kanal. Kommentieren wirst du auf jeden Fall nicht mehr können. Gut, also, wir kümmern uns heute um, wie gesagt, 10 Karten, die man eben kaufen kann. Es gibt natürlich wesentlich mehr, wenn man so richtig schön in die Tasche greifen will. Wir werden ein paar alte Bekannte wiedersehen. Und ja, diese Folge war ein bisschen schwerer als die anderen, weil ich diese Folge ausschließlich mit Karten produziere, die halt schon in Magnethaltern sind. Und von meinen 400.000 Karten habe ich halt gerade mal 200 oder 300 Karten in diesen Magnethaltern aktuell. Und das heißt, die Auswahl ist schon ein bisschen eingeschränkt, zumal diese 200 bis 300 Karten nicht nur teure Karten sind, sondern auch Karten aus dem mittleren und niedrigen Preissegment. Dementsprechend, ja, hatte ich dann nicht übermäßig viel Auswahl. Aber ich denke, man kann ganz zufrieden sein. Und wir starten auch direkt mit Platz Nummer 10. Und das ist die Exodia, die Verbotene. Ach ja, nur für den Fall, dass ihr euch fragt, zwischen welchem Preis, also 100 Euro bis unendlich. Ja? Also nach oben hin diesmal kein Limit gesetzt, aber mindestens 100 Euro müssen die Karten wert sein in der Sendung. Also, da haben wir Exodia, die Verbotene, hier first. Ich habe diesmal die englische Version genommen. Ich habe auch ein paar deutsche rumliegen. Allerdings finde ich die bedauerlicherweise nicht. Und sie ist auch noch nicht gegradet. Okay, und ja, auf jeden Fall die englische Version in first nehmen. Die kostet so in etwa 114 Euro aktuell. Das ist so das günstigste Angebot, das ich finden konnte. Und auch die nachfolgenden Angebote bewegen sich in etwa in dieser Preisspanne. Ja, Exodia LOB ist natürlich ein absoluter Klassiker. Und speziell aus diesem Set und speziell aus den älteren
Sets, aber ganz speziell eben aus LOB, findet man die einzigen Ultra Rares und Secret Rares, die wirklich enorm viel gehen aus Hauptsets. Ich habe schon mal gesagt, die anderen Ultras und Secrets aus Hauptsets, die teuer sind, bewegen sich eher im mittleren Preissegment, so 70, 80 Euro. Jinzo ist auch wieder gesunken auf, ich glaube, 78 Euro oder so von 120 weg. Da gibt es jetzt auch ein paar günstigere Angebote. Und ja, auf jeden Fall hier Platz Nummer 10. Exodia, die Verbotene. Da braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ist ein absoluter Klassiker. Platz Nummer 2 ist eine Karte, die man sehr, sehr selten sieht. Und zwar der Red Eyes Black Metal Dragon. Hier im alternativen Artwork gibt es bei uns exakt zweimal. Einmal in dem Structure Deck als Common in dem älteren. Da geht selbst die Common, glaube ich, ein paar Euro. Und einmal hier aus FMR und Prismatic Secret Rare. Und da gibt es eigentlich nur zwei Angebote auf Cardmarket. Eins für 89 Euro, eins für 120. Der Trend geht meiner Erfahrung nach allerdings eher zum höheren Preis. Dementsprechend jetzt hier mit 120, habe ich jetzt mal genommen. Der Red Eyes Black Metal Dragon in seinem alternativen Artwork. Ich finde das alternative Artwork, muss ich sagen, auch wesentlich besser. Also ich muss sagen, es ist einfach eine sauschöne Karte. Die anderen Karten, die da hier mit am Start waren in diesem Set, waren der Metallwandler, den ich euch in der ersten Folge gezeigt habe, und der Harpien Spieldrache, der aber nicht ganz so teuer ist wie eben er. Er ist die teuerste Karte aus diesem Promo-Set. Ja, mega cool. Weiter geht's mit Platz Nummer 8. Ja, der Regenbogendrache, den haben wir auch schon das ein oder andere Mal gesehen. Ich glaube, so sieht man das Bild am besten oder so, ja. In First, klar, was wird der gehen? 129 Euro in etwa, ja, so in die Richtung. Bewegt sich nun mal der Preis, der war auch schon mal wesentlich günstiger, der gab es ja schon mal für 80 Euro, der hat auch schon mal 250 Euro gekostet, also der Preis der Karte schwankt halt wirklich sehr stark, je nachdem, wie stark die Nachfrage halt gerade bei Sammlern ist. Und dementsprechend belegte diese Karte hier meinen persönlichen Platz 8, eine sehr, sehr schöne Karte. Und vor allen Dingen, wenn ich alle meine Exemplare ausgebreitet habe, mache ich gerne mal, ich habe ja 9 Stück von denen, und wenn man die dann nebeneinander legt, das sieht einfach Bombe aus. Das ist einfach ein Bild, da macht euch keinen Begriff. Wenn ihr das Bild sehen wollt, kleine Werbung zwischendurch, dann schaut doch mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Link zu meinem Instagram-Account. Und wenn ihr da drauf seid, scrollt ihr ganz runter, es sind über 400 Beiträge. Und ganz unten, einer der ersten Posts dürfte das sein, da seht ihr dann 9-mal meinen Regenbogendrachen in Ghost Rare. Ja, und falls euch das gefällt, könnt ihr natürlich gerne ein Like oder einen Kommentar da lassen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, natürlich folgen. Jetzt kommen wir zu Platz Nummer 7. Platz Nummer 7 ist der nächtliche Angreifer. Der hat auch ungefähr einen Wert von 129 bis 130 Euro aus dem Champion Pack 1. Klar, die Karte ist extrem selten, das stimmt, aber 129 Euro, ich weiß nicht, ist der vielleicht irgendwo spielbar momentan? Also ich weiß, dass vor einiger Zeit sehr, sehr viele Leute nach eben dieser Karte gefragt haben aus dem Champion Pack. Hab den jetzt auch nicht so oft, ich glaube 2 oder 3 Mal. Keine Ahnung, wo der jetzt genau spielbar ist, ob der jetzt wirklich im Gravekeeper gespielt wird. Aber der scheint wohl relativ beliebt zu sein. Also ich sehe immer wieder Leute, die da eben nachfragen. Das ist einfach eine unglaublich schöne Karte. Das ist sowas, dieses Ganze. Also es ist natürlich vom Namen her jetzt kein Gravekeeper, aber der Hintergrund und das Monster, es gehört eindeutig dazu. Und einfach dieses das ist das schönste Monster in dieser Richtung, das ich kenne. Das ist so dunkel, düster, böse. Das ist richtig, richtig nice. Also einfach top. Und das ist Holo. Echt super. So, dann Platz Nummer 6 ist, ja, den haben wir auch schon gesehen, erst letztens in der letzten Folge Yu-Gi-Oh! Expensive Legacy. 270 bis 275 Euro kostet da einer. Ich habe ebenfalls 9 Stück, könnt ihr gerne in Instagram, also auf Instagram wieder runterscrollen. Findet ihr auch in der Nähe von dem Beitrag mit den Regenbogendrachen, findet ihr auch einen Post, wo ihr alle 9 von denen sehen könnt. Ja, ich habe die damals eingekauft für 80 Euro das Stück, habe also mega Plus gemacht mit den Teilen. Und ja, also der geht in die Höhe, der war auch schon mal bei über 300 Euro, ist dann wieder gesunken auf unter 200, das ist ja wieder auf 270, seit einer ganzen Weile stabil, also auch der schwankt ganz schön, gehört aber auch mit zu den teuersten Ultra Rares aus den Tournament Packs. Ja, die einzigen, die ich kenne, die noch teurer sind, ist der Morphing Jar aus dem Tournament Pack 2. Ja, und das war's eigentlich. Also der ist noch teurer, aber sonst müsste das hier eigentlich die teuerste Karte sein. Dann, hoppla, den müssen wir umdrehen, weil da stimmt was mit dem Magnet nicht. So, Platz Nummer 5 ist, ja, ein etwas modernerer Vertreter. Wir haben hier ein 20th Anniversary Secret Rare Ash Blossom.
Ja, das ist tatsächlich auch die wertvollste Version der Karte, die existiert. Hier aus der 20th Anniversary Collection. Und der Wert beträgt in etwa 300 bis 380 Euro, je nachdem, bei welchem Händler ihr sie findet. Manchmal habt ihr sie auch ein bisschen günstiger. Ich habe sie auch schon für 250 gesehen, das allerdings sehr, sehr selten. Ich persönlich habe sie für 200 bekommen, dank dem lieben, oh Gott, wie ist er nochmal, Kevin, genau. Der hat auch schon ein paar Spenden hier eingesendet und bei dem habe ich auch schon ein paar kleinere Sachen gekauft und naja, da habe ich ein bisschen gefeilscht, eigentlich wollte er 250 haben auch. Da habe ich gesagt, komm, 200 geht doch und dann habe ich ihn halt für 200 Euro bekommen. Mega, mega cool, auch mein einziges Exemplar soweit. Dann Staub, Platz Nummer 4. Das ist was ganz Besonderes aus dem OCG, das ist eine Tokyo Dome Tournament Karte. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber es gibt mehrere dieser Anführungszeichen Preiskarten. Ich habe auch fast jede, ich glaube, bis auf die letzte, oder? Ach, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall war das so, dass in jeder Runde eine Karte ausgegeben wurde. Also es gab eine Teilnehmerkarte, das war der Schwarze Magier des Chaos, den wir auch aus dem Premium Pack kennen. Und dann gab es pro Runde, wenn man weiterkam, immer so eine Tournament-Pack-Karte dazu. Und die war recht, also von der habe ich mehrere wohl gemerkt, relativ viele sogar. Aber speziell das Exemplar hier ist recht interessant, denn das habe ich bekommen von Goodyear, hieß er damals. Junks Playground heißt er jetzt. Da habe ich angeschrieben und gesagt, pass auf, ich habe da so zwei Kartons mit OCG-Karten, kann ich nicht anfangen, hier schicke ich dir, guckst halt, was du mir geben kannst. Und da lag die einfach ganz random drin. Ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Ja, mega, mega cool. Und für jeden Oldschool-Sammler, der auch ein bisschen was für die Geschichte übrig hat, also der auch ein bisschen nach Geschichte sammelt, nicht nur, oh ja, cool, Kindheit, nehme ich, sondern der ein Stück Yu-Gi-Oh! Geschichte und im OCG wird die meiste Geschichte geschrieben, bei sich haben möchte, ist das ein absolutes Muss. Ich habe jetzt mal geguckt, für wie viel man die bekommt. Ich habe sie leider nie in Niemand gefunden, sondern bestenfalls in Excellent. Da kostet sie so, ja, 120, 130 Euro. Niemand ist die wirklich extrem selten. Ich würde sagen, so 300 Euro darf man für die auch locker machen. Teilweise auch mehr. Also damals habe ich mal den Wert von meinem damaligen OCG-Händler mitteln lassen, da lag die bei 600 Euro in Yamint. Kann sein, dass er heute noch so viel wert ist, ich weiß es nicht, weil wenn diese japanischen alten Karten schlechter vom Zustand sind, dann sinkt der Preis auch wirklich rapide, dann zahlt man halt wirklich einen Bruchteil davon. Also der Zustand macht hier wirklich einiges aus. Gut, weiter geht's mit Platz Nummer 3. Ja, auch der musste natürlich wieder kommen bei dieser Folge. Das ist der blauäugige alternative weiße Drache. Und zwar aus dem Umschlag von 2017. Und wir wissen ja alle, dass der Umschlag im Jahr 2017 der seltenste ist. Der ist auf 2500 Stück limitiert. Das heißt, diese Karte gibt es nur 2500 Mal weltweit. Was verdammt wenig ist. Wir erinnern uns, der Obelisk aus Movie Pack in deutscher Sprache gab es 7000 Mal. Auch das ist schon relativ selten eigentlich. Und der wird wahrscheinlich auch in Zukunft verdammt teuer werden, wenn die Karte mal in die Jahre kommt. Und ja, auf Market gibt es ein Angebot für 4.000 Euro, ist natürlich überzogen. 1.300 bis 1.500 Euro muss man dafür natürlich locker machen. Man kann allerdings auch einfach den Prismatic Secret aus der 20th Anniversary Collection nehmen. Der sieht 1:1 genauso, also wirklich 100% genauso, nur dass er hier halt eine andere Set-ID hat und den kriegt man schon für 50, 60 Euro. Mein persönlicher Platz Nummer 3. Platz Nummer 2 ist diese Karte hier, The Twin Kings Founders of an Empire. Die Karte ist die Super Rare Replika, was sie allerdings nicht weniger besonders macht, denn die Super Rare Replika gehört mit zu den seltensten, weil, Doppelpunkt, diese Karte nur, es gibt zwei unterschiedliche Quellen, die zwei unterschiedliche Angaben machen. Die eine sagt 75 Mal gedruckt wurden, die andere sagt 150 Mal gedruckt wurden. Was halt stimmt, weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass die sehr, sehr selten ausgegeben wurde. Also von der gibt es wirklich ganz, ganz wenig. Und auch da darf man tief in die Tasche greifen und muss in etwa 1.500 Euro blechen, wenn man diese Karte denn haben möchte. Ich persönlich finde das Artwork aber einfach bombastisch. Und ja, ich habe auch nichts dagegen, dass es eine Pendelkarte ist. Ich könnte mir dieses Artwork ehrlich gesagt auch bei keiner anderen Karte vorstellen. Okay, bei einer Vanilla vielleicht. Aber ansonsten wirklich nur bei einem Pendelmonster. Und Platz Nummer 1. Ja, wer hätte es gedacht? Dreimal dürft ihr raten. Der heilige Gral eines jeden Yu-Gi-Oh!-Sammlers. Der DDS Blue Eyes. War ja klar. Der geht auch so 1.300, 1.500, manchmal 2.000 Euro, je nachdem, für was man ihn bekommt. 2.000 Euro jetzt eher, wenn er gegradet ist.
so wie wir ihn jetzt hier haben, 1003 auch bis 1500, das variiert. Vor allen Dingen, da es halt relativ wenige Angebote auf Market gibt, muss man auch andere Anbieter hinzuziehen. Und dementsprechend habe ich mich für mich persönlich mal auf 1500 Euro geeinigt. Und ja, das ist natürlich der heilige Gral eines jeden Yu-Gi-Oh! Sammlers. Der Blue Eyes, eines der ikonischsten Monster überhaupt aus dem ganzen Spiel. Und dann auch noch diese seltene Auflage der Karte. Das ist einfach der absolute Hammer. Ja. Das soll es gewesen sein mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Das ist das Ende dieser kleinen Miniserie. Das heißt, wir werden in den nächsten Videos wieder andere Themen behandeln. Aber ich habe schon gehört, dass einige von euch sich wünschen, nochmal eine Folge zu haben, wo Karten gezeigt werden, die günstig sind, mit denen man die Sammlung aufwerten kann. Kann ich auch verstehen. Und ich habe mir da was überlegt. Wartet mal bis Ende des Monats ab. Da gibt's was ganz Tolles für euch. Mehr möchte ich an der Stelle jetzt erstmal nicht sagen. Wir sehen uns dann. Macht's gut und haltet die Ohren steif.